Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, hier, da seht ihr, wohin die heutige Reise geht. Und ich gebe einfach zwischendrin ein paar Tipps aus dem Atelier, was mir so einfällt. Und es ist ein abstraktes Bild, was hier entsteht. Ich beginne gerade mit Acryl auf Papier. Und die Materialliste ist wie immer unten in der Beschreibung. Und jetzt im weiteren Verlauf kommen Aquarellfarben noch mit dazu. Aquarellstifte, Posca-Stifte. Und meine Empfehlung, ja, hier sieht man jetzt Aquarell. Also du kannst natürlich Aquarell und Acryl miteinander verwerten oder miteinander auf dem Papier verarbeiten. Das geht auch drunter und drüber. Also du kannst auch mit Aquarellfarben über Acrylfarben malen. Das ist echt, probier es einfach mal aus. Und nimm dir wirklich die Zeit, trag sie ein, als festen Termin mit dir zusammen, mit dir persönlich, und halte es auch ein. Schalte dein Handy aus und lass es einfach, ja, fließen. Mit bisschen Musik, wobei letztens hatten wir eine Malsession, da haben wir bewusst auf Musik verzichtet und haben tatsächlich in Stille gemalt. Ist auch schön. Und jetzt kommt gleich ein weiterer Tipp, nämlich mein Resteverwerter. Man hat ja oftmals so Farben noch übrig auf der Farbpalette und da entsteht einfach so ein kleines Bildchen mit den restlichen Farben. Ist eine gute Geschenkidee zum Beispiel. Ja, hier wird es schon richtig bunt, ne? Der Frühling klopft an und ich hatte richtig Spaß daran. Also es sind ja auch kräftige Farben, es sind im weiteren Verlauf, also ein paar Tage später, habe ich intuitiv dann eben die Farbpalette nochmal benutzt, aber mit Weiß vermischt. Aber hier, das sollte richtig kräftig werden. Und lass dir Zeit, ja? Leg dein Bild irgendwo hin, lass es trocknen, weil oftmals muss man ja auch warten, bis die erste Schicht getrocknet ist, um weiter malen zu können. Und lass dir Zeit. Lass es auf dich wirken. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Da war jetzt ein kleiner Versprecher, bis jetzt hätte es geheißen, naja, mei, ist halt so, gell? Hier geht es natürlich schon noch ein bisschen weiter. Also das Video ist noch nicht zu Ende. Ja, und hier sind, was du jetzt hier siehst, das sind Aquarell. Stifte, die ich dann jetzt mit Wasser vermische. Also auch hier sieht man, ich gehe wieder mit Rot über Blau und es wäre natürlich auch umgekehrt genauso möglich. Ja, und jetzt gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen Halt in Form von Bleistift-Skizzen, also wie eine Skizze. Ja, du siehst, dieses Bild ist wirklich mit einfachsten Mitteln entstanden. Eine schöne Farbpalette reicht, paar Pinsel, paar Stifte und losgehen kann's. Das ist jetzt noch der mit dem Bleistift zum Schluss so ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen fixieren. Ja, und hier sind meine geliebten
bunten Posca-Stifte. Ich mag sie einfach. In verschiedenen Farben, herrlich. Ein wundervoller Abschluss. Ja, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Also, pfiat euch, pfiat dich.